Moin Moin. Wir haben das alle gesehen. Penn dabei wurde komplett geradet, komplett auseinandergenommen. Informationen sind überall. Die verbreiten sich wie keine Ahnung was. Auf Discord, auf TikTok, auf Instagram, überall. Vor fast 3 Wochen wurde das Warehouse komplett gestürmt. 11. April sind 200 Polizisten, Security-Leute in das Warehouse gestürmt. Die haben schon Penn dabei seit über 6 Monaten untersucht. Also das ist kein Spaß. Die haben direkt das ganze Penn dabei Warehouse, alle Manager, COO, CEO in Gewahrsam genommen. Und zu diesem Zeitpunkt wurden 40 Hauptverdächtige festgenommen. In meinen TikToks habe ich immer gesagt, dass Penn dabei legal ist. Penn dabei dies, Penn dabei das. Andere Agents, ob man kaufen kann, was mit unseren Sachen ist, mit unserem Geld. In diesem Video erkläre ich alles. Penn dabei hat letztes Jahr 2023 40 Milliarden RMB chinesische Yuan eingenommen. Für uns 5 Milliarden 265 Millionen 734.980 Euros. Ich stehe seit einem Jahr unter Vertrag bei denen. Mir geht's gut. Jungs, ihr könnt doch mir mal so eine Milli with the M abdrücken. Ich meine, geisteskrank. Egal. Insgesamt wurden 200.000 Sachen, Schuhe, Pakete gesiezt. Und es wurden über Millionen Hauls, Pakete untersucht. Die haben 6 Lagerhäuser, umgerechnet 20 Fußball Felder groß sind. Und deren ganzen Lagermanagement und so, man sagt, die sind über 20 verschiedene Provinzen aufgeteilt. Jim Su, Bruder, du hast ja ein Imperium gebaut. Du weißt das Video eh nicht sehen, aber geil, Bruder, Respekt. Muss man gönnen, Bruder. Er hat sich das Eis gegrindet, das ist sein Haken. Muss man ihn geben, so. Ich dachte immer, China und so ist ein Entwicklungsland. Da läuft's nicht so gut. Die Bidders haben ein besseres Setup als ich. Die arbeiten da, die haben diese ergonomische Stühle da, damit deren Rücken schon gut ist. 2 Monitore. Ja, Tastatur Microsoft. Ich habe eine Penn dabei Tastatur für 30 Euro gekauft, so. Ich bin auch zufrieden, so. Ich meinte in meinen TikToks immer wieder, Penn dabei ist legal, Penn dabei ist legal, das und das und das. Ihr müsst verstehen, Penn dabei ist ein Agent. Damals, ich glaube, der erste Agent war CSS bei. Die haben sich ungefähr vor 11 oder 12 Jahren aufgebaut. Die Funktion von CSS bei war für Leute wie uns aus Europa, Amerika, bla bla bla, Sachen von diesen Plattformen wie Taobao, Weedian, E-Commerce-Plattform allgemein zu kaufen. In China, Bruder, die haben alles. Guckt euch doch mal Alibaba an. Ihr könnt alles da kaufen, chinesische Snacks, alles. Und das war die Funktion von einem Agent, dass wir uns ganz entspannt diese Sachen kaufen können, ohne weitere Probleme. Es hat sich dann mit diesen ganzen Raps entwickelt. Ein lukratives Business natürlich, mit sehr, sehr viel Geld, wie ihr gesehen habt. 5 Milliarden, Bruder. Und die Funktion eines Agents ist es, Sachen zu kaufen. Es ist ein Mittelmann. Die verkaufen nichts. Oder es wird sehr, sehr oft behauptet, dass Penn dabei Sachen verkauft, Penn dabei Sachen herstellt. Das ist nicht das ganze Unternehmen von Penn dabei. Ich persönlich habe auch sehr, sehr oft keine branded Sachen, einfach ganz entspannte Basics. Oder das ist das Beste, was ich in meinem Leben gekauft habe bei Penn dabei. Diese ganzen branded, Louis, Bui, das kommt nicht dazu. Das Gute, die arbeiten zurzeit mit deren lokalen Behörden zusammen. Ist super. Und warum diese 40 Leute festgenommen wurden, ist eigentlich ganz simpel. Die waren involviert in die Herstellung von Raps, in den Verkauf von Raps, in verschiedene Reddits, in ganzen Angelegenheiten von Raps, weshalb das alles stattgefunden hat. Wenn die Brands mich hochnehmen oder andere Creator, bringt es nicht viel. Es gibt 1000 andere Creator. Wenn die Brands Penn dabei hochnehmen, es gibt 1000 andere Agents. Wenn man auf die Herstellung geht, auf die Herstellung, man bombardiert die Herstellung. Diese 40 Verdächtigen hatten Kontakt mit diesen Herstellungen, mit diesen Verkäufern. Und natürlich das Schlauste, um die Information zu bekommen, man raidet Penn dabei. Damit sich Penn dabei freikauft, freiredet oder sich da rausschlägt, die geben Informationen, die kooperieren. Und natürlich die Brands bekommen dann Informationen. Wo ist die Herstellung? Wo ist dieser Verkäufer? Wo kann ich die raiden? Wo kann ich die auseinandernehmen? Das ist schlau gedacht, Junge. Meine Vermutung, wenn sich diese ganzen Hauptverdächtigen aussprechen, kooperieren, die Brands werden die verschiedenen Herstellungen auseinandernehmen und dann wird es nicht wieder ganz normal weitergehen, aber es wird teilweise wie gewohnt weitergehen. Ob man jetzt sein Geld zurückbekommen kann, also refunden, ist so eine Sache. Denn es werden angeblich 240 Millionen Yuan festgehalten. Das Financial Department, die arbeiten. Aber man kann das Geld leider nicht zurückziehen. Auch wenn ihr Affiliate-Geld habt oder Affiliate für Promotion habt, ihr könnt das leider gerade nicht zurückziehen. Da müssen wir noch warten. Sind unsere Sachen bei Penn dabei safe? Man sagt, 16 Brands haben das Lager gestürmt. 200.000 Schuhe wurden davon bereits geseized. Ich habe auch Screenshots gesehen, wo Leute nachgefragt haben, ob die Sachen im Warehouse safe sind. Da hat der Agent ganz entspannt gesagt, ja, ist safe oder ist nicht safe. Es ist noch nicht komplett bekannt, welche 16 Brands das gemacht haben. Also ich habe nicht die Information dazu. Es ist safe. Es war die Swoosh-Brand, war, und es war super. Die habe ich safe. Wenn ihr davon wahrscheinlich Sachen habt, sind die weg. Wenn ihr andere Sachen habt, Brands, non-branded Sachen, irgendwelche elektronischen Sachen, dann solltet ihr eigentlich prinzipiell safe sein. Die Arbeiter arbeiten noch nicht, das heißt, ihr könnt keine Sachen kaufen, keine Sachen versenden, keine QC-Bilder, alles drum und dran. Das geht leider noch nicht. Eine Sache, die auch gerade in den Wolken schwärmt, andere Agents. Hubei, CSS bei, Hego bei, Schwanz bei, Fick. Zu der Frage, Hubei ist safe. Diesen ganz entspannter Agent, gute Preise, hat die gleiche Funktion, sehr, sehr billig. Das einzige Problem, was ich gerade habe, es besteht
seht die Wahrscheinlichkeit, dass die auch entweder geradet werden oder einen Exit-Scam machen, weil die Angst haben. Exit-Scams, kurz gesagt, die nehmen sich das ganze Geld, die ganzen Sachen und ziehen durch, retiren dein Leben, fertig. Ich weiß, Jungs, ich kann es nachvollziehen, wir brauchen Sommerholz, brauchen Sommer, Sommer kommt, ist schon langsam, ist 20 Grad und so. Wenn aber ist weg, Mann, unser Distributor. Kauft euch so schnell wie möglich Sachen bei Hobai. So schnell wie möglich versendet die direkt. Jungs, ihr wisst, Penner bei ist weg, ich will keine Insolvenz anmelden. Like das Video, kommentiert, abonniert, shared euren Kollegen. Und in der Beschreibung findet ihr auch ein paar gute Links zu ein paar guten Agents, wo ihr so ein bisschen sparen könnt, wisst ihr? Ja. Die Holz zahlen sich nicht von alleine, ne, muss man ehrlich sagen. Und andere Agents, wie zum Beispiel CSS Buy, verbieten gerade branded Sachen zu kaufen. Ihr könnt Basics ruhig kaufen, bei Hobai könnt ihr gerade alles kaufen. Viele der größten Seller sind weg. Ihr denkt, ich bin Kollegen mit denen oder so. Ihr denkt, ich rufe den jeden an. Hallo, ja, Bruder Husky. Husky, Bruder, was, wann kommst du wieder zurück? Machst du neue hier, dies und das? Ich weiß es nicht. Wann die zurückkommen? Die können morgen zurückkommen, die können retiren. Der Bruder hat sich tot verdient. Noch paar Sachen. Ihr müsst aufpassen, wo ihr wirklich eure Quellen herbekommt. Penner bei Discord, komplett tot. Außer es ist ein Mod, Admin oder eine offizielle Person. TikTok, schwärmt in den Wolken. Paar sind gut, paar sind schlecht. Paar labern scheiße. Paar machen sich drüber lustig. Meisten Artikel, die rauskommen, die sind wirklich original und auf die könnt ihr euch wirklich verlassen. In der Bio lasse ich euch alle meine Quellen, die ich für dieses Video benutzt habe. Da könnt ihr nochmal alles selber nachlesen, durchlesen. Und die Zukunft, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Boah, der ganze Lachs wird wahrscheinlich jetzt mehrere Monate dauern. Ich sage 1 bis 2 Monate. Die haben das Budget. Penabay wird zurückkommen. Vertraut mir. Die werden zurückkommen. Die haben das Geld, die haben die Ressourcen, die haben das Budget, die haben alles dazu. Die Zeit ist das einzige Problem gerade bei Penabay. Die ganze Behörde und so weiter, die untersuchen weiterhin die ganzen Lagerhäuser, die ganzen Leute, die da involviert waren. Zukunft ist unbestimmt, kann ich euch leider nicht sagen. Joint auf den Discord. Da bekommt ihr immer die neuesten Informationen, alle heftigen Sachen. Der aktivste und beste Discord Deutschland. Wie gesagt, in der Beschreibung findet ihr gute Links zu den Agent. Teilt das euren Freunden. Wenn neue Informationen sind, werde ich dir natürlich wieder ein heftiges neues Video raushauen. Ich hoffe, ihr habt das gemacht hier. Blablabla, die Stars, Unterstützungsgeber. Und wir sehen uns zu einem nächsten Video. Ich liebe euch.